So, weiter geht's mit unserem Aquapark. Ich habe hier schon alles mit Wasser ausgefüllt. Für diejenigen, die jetzt sagen, ey, ich komme hier nicht klar. Ich habe mir auch erst gedacht, ey, wie mache ich das mit dem Wasser, dass das hier überall in die Mitte reinkommt? Muss ich jedes Mal einen Stein in die, hier rein popeln und so und dann Wasser drauf machen? Nee, wir müssen eine hier, seht ihr ja, hier ist alles fertig. Und dann von der Welle aus machen wir erstmal so viel Wasser. So. Einmal alles voll machen mit Wasser. So. Und dann irgendwann, seht ihr ja, dann geht es automatisch zusammen. So, jetzt ist wieder Stopp. Jetzt gehen wir wieder vom Rand aus. Wir machen jetzt überall Wassereimer hin. Immer Wassereimer, 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 Wassereimer. Und dann, seht ihr ja, wieder kommt die nächste Welle und macht das zu. Dann wieder immer Wassereimer ohne Ende. So, hinten, zack, seht ihr. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch immer geht, wenn ich ein Stück nach hinten gehe. Aber seht ihr, wir füllen das Wasser auf. Warte mal, jetzt ist hier mal gestoppt. Ich mach mal von hier hinten. Einmal gucken. Wenn ich jetzt Wasser hier reinfülle. Wasser, 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 Wasser. Nee, da passiert nichts. Da müssen wir vorne am Rand dann immer gehen. Alles voll mit Wasser ballern. Wasser, Wasser, Wasser. Und dann wieder. Dann geht das wieder zusammen. Seht ihr ja? Wie durch ein Wunder. Das ist mir auch versehen mal passiert, wo ich gedacht habe, am Rand. Auf einmal, ja, so. Jetzt geht es so langsam zusammen. Und dann war das auf einmal auch so von selber gegangen. Dachte ich jetzt, hä, ist das ein Grafikfehler? Nee, wir müssen immer wieder, wenn ihr jetzt hier Wasser voll habt, dann vom Rand aus, wo es dann weitergeht, immer die Eimer reinballern ohne Ende. Und dann irgendwann, seht ihr ja, dann kommt die Welle. Und dann macht das den Rest zu. So, haben wir alles damit zugemacht? Ja, Ende. So, jetzt haben wir es geschafft. Also das war jetzt von mir ein Tipp. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich wusste es nicht. Und somit habe ich dann alles komplett geradezu, ne? Dann kann man wesentlich rumschlabbern, ne? So, als nächstes gehen wir jetzt hier in die Piratenhöhle oder die, wie soll man dann sagen, in die Räuberhöhle oder, was soll man dann sagen dazu? Letztens ist mir ein Name eingefallen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Tropfsteinhöhle? Ne, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einmal hier unsere Seelaterne und dann benutzen wir einmal einen glatten Sandstein und dann werden wir hier die Seelaterne in den Boden reinbauen, so. Einmal, gut, von muss ein bisschen höher gehen, so, ne? So, dann ist ja so im Boden und dann machen wir hier einen Deckel drüber. Das heißt jetzt einfach so und das Leuchten bleibt, ne? Also kann man hier direkt überall gucken, wo es euch am besten gefällt mit der Laterne. Dann einmal so und dann einmal hier einen Deckel drauf und das leuchtet. So, dann könnt ihr das hier so ein bisschen ausleuchten in die Ecken und so, je nachdem, wie weit ihr es haben möchtet, wie weit es leuchten soll. Ja, erstmal so ein bisschen ausbasteln, wie ihr die Farbe, beziehungsweise wie ihr das Licht haben wollt. Fertig. So, dann nehmen wir jetzt einmal unsere Seelaterne, oder Seelaterne ist ja nicht, eine Laterne, und werden die dann vereinzelt überall in die Decke reinpopeln, zum Beispiel hier so versteckt ein bisschen vielleicht, so damit einfach nur dezent es anfängt zu leuchten. Das heißt, jetzt hier mache ich eine hin, dann einmal hier eine hin, in die Ecke eine hin, in die Ecke eine hin, dann einmal in die Ecke und einmal in die Ecke. So, dann haben wir das. Ja, seht ihr ja. Dann sieht das schon interessanter aus. Hier vorne kann man keine machen, weil ich habe das jetzt zu nah hier dran gebaut. Aber dann kann man, ja, das reicht ja eigentlich, ne? So wie es leuchtet. Hier die Decke leuchtet. Okay, das sieht dann so aus. Dieser Bereich. Man kann eventuell noch hier eine Seelaterne reinmachen. Das heißt, wir machen hier eine Seelaterne rein. So. Und dann müssen wir die verdecken mit einem glatten Sandstein. Dann kommt der so da drauf. Dann würde es auch leuchten, aber dann hätten wir jetzt hier einen Sandstein gehabt. Oder wir machen hier komplett einmal die Ecke mit Sandstein, damit es einmal gleich aussieht. Und dann kann man eventuell noch ein paar andere Sachen reinbauen. So, wir machen das einmal bis zu der Ecke. So, okay. Hier auch. Warte mal, da müssen wir einen Geraden hinmachen. Das sieht ja sonst echt banani aus. Einen Geraden hinmachen und dann haben wir hier diese Kante. Und dann können wir in der Kante noch eine Seelaterne reinbasteln. Das heißt jetzt hier, wo haben wir jetzt eine reingebaut? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich bin Houdini. So, da eine Seelaterne rein. Und dann wieder hier, wieder die Treppe. So, dann leuchtet das aus. So, dann sieht das auch wenigstens ein bisschen ausgeleuchtet. Muss ja nicht ganz extrem ausleuchten, aber so, damit es ein bisschen, ne, dezent zur Geltung kommt. So, jetzt machen wir hier noch einmal den. Warte, muss man tiefer. Tiefer. So. Okay, dann wieder Deckel drauf. Okay, dann reicht das eigentlich. Sollte ja überall nur so dezent leuchten. Hier mache ich auch noch einen hin, damit es ganz dezent aussieht. So. Dann den Deckel drauf. Und
Warte, weil wenn wir doppelt machen, dann ist es dunkel, ne? Also es muss immer einfach nur so ein Deckel oben drauf sein. So, fertig. So, jetzt haben wir das, einmal unsere Höhle, oder Räuberhöhle, Piratenhöhle nennen wir das mal, ausgeleuchtet. So, haben wir die Höhle ausgeleuchtet, sind wir schon wieder draußen. So, jetzt werden wir hier oben einmal das Restaurant bauen. Das heißt, wir werden jetzt einmal ein Tropenholzbrett nehmen. Dann ziehen wir das einmal hier, sucht euch mal ein bisschen Platz aus, sagen wir mal, hier ist die Treppe. So, dann gehen wir hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann machen wir hier erstmal einen Block hin. So, der Block geht dann über den Berg. 1, 2. Und auf der anderen Seite auch 1, 2. Ne, dann kommen so Stützen. Das soll ja so ein Restaurant-Dings werden, was weiß ich was. So, die Gesamtbreite von dort bis da hinten hin sind 41 Steine. Könnt auch 40 machen, dürft ihr bauen, wie ihr wollt. In der Mitte müssen wir nicht machen. Komm, wir machen 40. Damit das nicht zu breit wird, so groß wird, ne? Das Restaurant. So. Das ist aber ganz schön groß, ne? Aber gut, das ist ja auch für mehrere Leute, ne? So, hier sind wir auch wieder 2 Steine nach außen gegangen, ne? Und dann machen wir einfach hier, verbinden wir das alles zusammen. So, und der Innenbereich hier wird komplett einmal mit Brettern ausgebaut. So, die Plattform ist oben drauf. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache die noch ein bisschen kleiner, weil jetzt hier, da wo der Durchgang ist, in die Piratenhöhle, da machen wir ungefähr bis dahin, sagen wir, hier fängt die Höhle an, genau da mache ich jetzt hier, schneide ich das noch einmal weg, dass wir noch ein bisschen Platz haben, weil das ist sonst ein bisschen eng. Ne? Das heißt, das kommt einmal weg, genau da. Ihr könnt auch etwas weiter oder weiter, je nachdem, das ist jetzt Geschmackssache, ich mache das jetzt hier. Von dort aus, wo die Höhle anfängt, da mache ich das noch weg. Das sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4 Steine weniger weg. So, haben wir das weggebaut. Werde ich jetzt hier einmal einen Tropenholzzaun hinmachen. Das heißt, ich baue den erstmal so. Dann hier, dort, dann so entlang. Einmal so rum, bis in die Ecke. Dann seht ihr, die Ecke fehlt noch. Dann machen wir einfach noch ganze Steine hin. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einen hin, dort und da. Dann machen wir hier noch einen hin, damit das so ein bisschen nicht abgelutscht aussieht, ne? Und dann machen wir hier nochmal, verbinden wir das und dann haben wir hier ein Geländer. So, dann machen wir hier einen Auf- bzw. Eingang. Das heißt, ich mache jetzt hier die Seite weg. Da habe ich ungefähr 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch wieder Geschmackssache. Und dann dürft ihr euch aussuchen, welche Farbe ihr nehmt. Ich nehme jetzt Fichtenholz, dass es ein bisschen zur Geltung kommt. Wenn ich das gleiche Holz nehme, dann fällt das nicht so auf. Fichtenholz. Oder vielleicht noch ein bisschen dunkler, je nachdem. Oder hier, wie heißt das? Akazienholz. Das könnte man auch gut nehmen. Aber das ist jetzt, Akazienholz ein bisschen zu heftig, ne? So, einfach hier. Aber da, wie ich schon dachte, das ist Geschmackssache. Ich habe jetzt hier Fichtenholz genommen. So, haben wir das gebaut? So, haben wir das Geländer fertig gebaut, habe ich jetzt hier nochmal ein paar Steine abgezeichnet. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macht ihr einen Stein hin, dann machen wir 2 frei und wieder einen Stein hin. Das heißt, hier, dieser Bereich wie die Küche. Das können wir einmal so entlang ziehen. Da kommen ja noch Türen rein. Hier die Seite können wir auch entlang ziehen. Das ist dann die Theke. So, das ist die Theke. Okay, dann haben wir hier Küche und Theke. Und das ist der Essensbereich. So, jetzt werden wir hier unten rum einmal wieder unsere Tropenholztreppe nehmen. Und das soll ja nicht so hart aussehen, so abgelutscht. Dann machen wir jetzt hier einmal hier eine Treppe hin. So, die machen wir einmal komplett um die Umrandung. Dann seht ihr ja, dann sieht das ein bisschen weicher aus. Hier können wir das entweder hier noch davor bauen, würde ich sagen. Brauchen wir nicht extra wegschlagen. Und hier würden wir es auch wieder dann da reinbauen. Auch komplett einmal hier, seht ihr ja, einmal so abbauen. Eine Reihe. Und dann die nächste Reihe wieder die Treppe hin. So. Das geht eigentlich rucki-zucki, ne? So, dann auf der Seite machen wir es auch mal eben. So. Und einmal so verbunden. Aber natürlich in der richtigen Richtung. Das habe ich wieder voll verbaut hier, ne? So, okay. Dann hier, obwohl hier würde ich hier gerade Steine nehmen. Das sieht sonst zu heftig so aus. Würde sagen, hier gerade Steine. Hier, die 2 lasse ich noch. Und die 3 mache ich dann eine Treppe entlang. So, dann haben wir das. Dann sieht das so aus. So, haben wir das schon mal einmal abgegrenzt, wie unser Restaurant aussehen soll. Das teilen wir ja noch ein bisschen. Wir müssen jetzt erstmal, jetzt seht ihr ja, hier habe ich eine Palme gebaut. Und jetzt für diejenigen, die sagen, ich habe noch nie eine Palme gebaut. Ich werde, hier habe ich 2 Stück gebaut. Das wird ein separates Video, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es auch welche, die wollen nur eine Palme bauen.
dann habe ich das extra, ein extra Video gemacht, wo man einmal große Palme, einmal kleine Palme bauen kann, ne? Das kommt dann nicht in diesem Video vor, das ist dann separat, kommt das sofort. Nach dieser Folge werde ich das sofort mit hochladen. Aber das habe ich separat gemacht, dass, falls mal einer suchen möchte, wie baue ich eine Palme? So, hammermäßige Palme, ne? Wollte ich schon mal betonen, ne? So, das heißt, ich habe eine große Palme gebaut, hier, ne? Die habe ich hier hingebaut. Und die kleinen sind dann hier für die kleinen Inseln und so, weil die große, die ist echt schon heftig groß. Wenn ich die jetzt hier an der Seite, machen wir auch noch welche hin, dann wird man ja gar nichts mehr erkennen. Darum habe ich jetzt klein und groß, ne? So, jetzt kommen wir dazu, die Palmen reinzubauen. Wir benötigen jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal hier glatte Sandsteintreppen, nehmen wir. Dann werden da noch so, kann man sagen, so Bottiche gebaut. Aber die erste Palme habe ich hier gebaut, ne? Die hier in der Ecke, ihr könnt auch hier vorne hin die Palmen bauen, ne? Da ist hier die kleine Palme. So, dann werden wir einmal hier das wegschlagen. Wie ich schon sagte, das war ja nur eine Hilfslinie. Und teilweise werden wir das auch wieder wegschlagen. Das heißt, wir werden das komplett bis in die Ecke hier. Mal gucken, wie wir es am besten bauen. Hier bis in die Ecke, würde ich sagen. Die Kurve nehmen wir noch mit. So, das heißt, jetzt das kommt weg. So. Dann haben wir das. Und dann werden wir jetzt hier einmal hier mit Sandsteintreppe bauen wir jetzt so einen Bottich. Dann würde ich am besten erstmal, warte, wir müssen erstmal Grünzeug hier reinmachen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal, nehmen wir, wo ist das denn? Gras, ne? Aber nicht rauchen, ne? So, dann nehmen wir ein bisschen Gras, ne? Und dann tun wir das erstmal hier hin, so. Wo wir jetzt sagen können, okay, machen wir jetzt hier eine Ecke, dann hier nochmal zwei Stück und dann kann die Palme hier hin oder dahin, je nachdem. So, dann lassen wir ein bisschen Platz und dann kommt die nächste Palme, würde ich sagen, hier in die Ecke. Oder ist das zu viel? Warte mal, ich guck mal von Weitem, wie das dann am besten aussieht. Da eine Palme hin. Und, ja, dann würde ich hier das noch wegmachen. So. Und dann würde ich hier nochmal so eine Ecke machen. Dann machen wir da auch noch eine Palme hin. Oder warte mal, ein bisschen weiter nach vorne. Aber wie ich schon dachte, das ist dann Geschmackssache. Ihr könnt euch das nur einfach so angucken, wo ich das ungefähr hinmache. Und dann könnt ihr immer noch sagen, nee, es gefällt mir nicht, was du machst. So, dann, wir haben das bewusst jetzt so gemacht, dass er ein bisschen verschnörkelt ist. Dann nehmen wir hier Treppe und die wird dann einmal so rumgebaut, so wie das auch dann mit dem Grasblock gebaut wurde. Bauen wir das einmal so rum. Zack, fertig. Dann ist dann der erste Bottich. Dann der zweite, den machen wir auch jetzt hier hin. Fertig. Der zweite Bottich. So, dann benötigen wir erstmal hier, wie heißt das hier, diesen Truppenbaumstamm. Und dann könnt ihr euch aussuchen, wie ich schon sagte, entweder ihr macht den jetzt hier hin. Und ich mache den mal hier hin. Und dann baut ihr das genauso nach diesem Prinzip. Zweier. Zweier. Zweier in diese Richtung. Aber wie ich schon sagte, das könnt ihr euch aussuchen, welche Richtung ihr das jetzt baut. Man kann das auch in diese Richtung bauen. Aber das ist dann wieder Geschmackssache, ne? So. Und hier, dass man das nicht sieht, das habe ich im Video gezeigt. Das baue ich jetzt gleich um. So, dann seht ihr ja, hier haben wir schon zwei Palmen, ne? Und darunter kommen noch so ein paar, wie heißt das so, Liegen hin. So, jetzt gehen wir zur nächsten Palme. Dann machen wir hier eine Palme hin. Die würde ich auch hier in die Ecke machen. So, in die Ecke. Dann machen wir keinen Bottich. Dann, würde ich sagen, warte mal, die haben wir gebaut, da haben wir welche gebaut. Das ist ja okay. Dann würde ich da hinten noch einen Bottich bauen. Hier würde ich größere machen. Hier würde ich in die Ecke würde ich jetzt eine große machen. 1, 2, 3. Ne? Oder 4. Ich weiß nicht, wie groß die waren. Auf jeden Fall, hier kommt ein große hin. Ich glaube, 3er waren das. 2, 3. Ich mache das nur als Kennzeichnung jetzt. So, 3er. Hier kommt eine große hin. So, dann würde ich sagen, wo machen wir noch eine große hin? Dann, hier in die Ecke würde ich eine große hin machen. Aber wie ich schon sagte, das ist jetzt Geschmackssache, ne? Was ich jetzt hier baue, das ist, nicht so vorgegeben. Ich habe da, glaube ich, 4 genommen, ne? Warte mal, ich guck mal nochmal, wie viel ich genommen habe. 4 Stück habe ich genommen, genau. Die großen waren 4 Blöcke hoch. 3. 2, 3, 4. Und nochmal. 2, 3, 4. So, da kommt eine große Palme hin. Dann würde ich sagen, ja gut, hier bauen wir noch was hin. Da ist eine Palme. Da ist eine kleine. Da hinten eine große. Und dann würde ich sagen, hier machen wir noch eine kleine in der Ecke. Da machen wir auch wieder ein Bottich hin. Das heißt, jetzt hier müssen wir wieder Grünzeug nehmen. Machen wir jetzt hier.
Dann so. Dann einmal hier. Treppe. So. Hier machen wir dann auch wieder hier, da wo der Bottich ist, dann machen wir dann von dort aus, da wo jetzt hier die Treppe ist, machen wir das hier mal weg. Dann lassen wir es ein bisschen offen und das machen wir dann, würde ich sagen, ein bisschen der Kurve hier. So. Fertig. So, dann sieht das so aus. Jetzt kommt auch wieder der Stamm dahin. Drei. So, das könnt ihr ja schon alles vorbauen und wie das dann gebaut wird mit dem Grünzeug, das seht ihr ja dann in dem Video. So, jetzt haben wir hier da eine große Palme, da eine kleine Palme. Okay, hier ist auch eine Palme. So. Dreier. So, das ist ja eine kleine und Vierer war die große. So, jetzt seht ihr ja, jetzt haben wir die Palmen da so gebaut. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Was ihr jetzt noch machen könnt, das heißt jetzt, wir machen jetzt hier, können wir das einmal dicht machen. Das heißt, ab hier wird jetzt zugemacht, da kommen noch ein paar Kleinigkeiten rein. Aber wir wollen das ja nicht zu groß basteln. Ne? Ab hier ist die Grenze zu. Dann wird jetzt noch ein kleines Restaurant in die Ecke hier gebaut. Und dann kommt da noch ein kleines Schwimmbecken hin. Und dann noch so eine Hütte und sowas. Und dann haben wir es aber soweit fertig. So, die Palmen sind drin. 7 Stück haben wir gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Jetzt haben wir hier oben noch einmal, nimmt ihr einmal noch unseren Tropenbaumzaun. Und dann machen wir hier einmal ein Geländer von der Ecke aus bis zur Bar. Das ist dann hier der Block. Hier hinter ist ja die Küche. Dieser Block, da wird einmal das Geländer lang gezogen. Auf der anderen Seite das gleiche. Und dann haben wir erstmal genug wieder zu tun, zu bauen. Ich werde dann zusehen, dass dann noch der Rest da reinkommt, so schnell wie möglich. Und wie ich schon sagte, nach diesem Video kommt sofort das nächste Video, damit ihr sofort auch die Palmen bauen könnt. Und wie ich sagte, das ist ein separates Video, damit für diejenigen, die jetzt nur eine Palme bauen wollen, auch das bauen können. Und dann brauche ich das nicht miteinander verbinden. Dann wollte ich das einmal separat machen. Das heißt, ihr kriegt heute zwei Folgen. Einmal die Aquapark Teil 5 und einmal... Wie baue ich Palmen? So, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.